Schnibbel die Schnapp und hallo Dio und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, am Dienstag natürlich auf Legende. Bam. Wir haben Dortmund besiegt, einen Big Point gelandet und wir wollen uns heute... Oh, die Ausdauer war ja klar. Wir sind beim ÖFB zugestoßen und haben uns verstärkt im Sinne von... Wen haben wir denn geholt? Ja, Gabriel, boah, ich hab's gerade eben erst gekauft und weißt du schon, verpeilt. Ich wollte mir mal die Nationalmannschaftsberufung angucken heute. Und wieder ein bisschen Transfers tätigen. Ich will immer noch ein Rechtsmittelfeldspieler haben. Cool, wir können ihre Werte sehen. Da ist Dragovic, ich glaube, der ist der beste Spieler unserer Mannschaft, ne? Geil, man kann die Werte sehen. Geil, Ivanschitz. Ah, genau, Baumgartlinger, Stöger, wen haben wir im Sturm? Was ist eigentlich mit Arnautovic? Ist der tot? Jetzt ohne Scheiß. Ach da, lol, der ist Rechtsmittelfeldspieler, Marco Arnautovic. Deswegen finde ich den nicht. Warum ist Harnik Mittelfeldspieler? What the fuck? Den hätte ich im Sturm gebauen können. Jetzt habe ich Erwin Hoffmann muss auf die Döde hier sitzen. Naja, ist lustig. Ritzmeier, ja, ritz mich weg. Alter, die sind ja gar nicht so. Kaka Junuzovic, ja. 4 Sterne. Mhm. Das ist eigentlich ganz okay. Da würde mich übrigens interessieren. Aha, geil. So läuft das dann. So eine Aufstellung spielen wir. Zwei zentrale Mittelfeldspieler. Alaba als... Wieso Alaba als zentraler Mittelfeldspieler? Alter, was geht denn bei euch? Lol, ich will doch nicht die Arminia Bielefeld haben. Das ist jetzt ein bisschen buggy. Ich will die Mannschaftsaufstellung von den Österreichern hier switchen. Ja, ist doch richtig. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, kommt trotzdem Bielefeld. Aha. Jetzt auf einmal. Aber Alaba im zentralen Mittelfeld, warum? Boah, ist der geil. Aber warum? Der kann das doch gar... Lol, der kann das. Okay. Er ist ein Linksflügelspieler. Ja, Ivanschitz kann ich... Ja, Harnik kann ich verstehen. Harnik kann ich verstehen. Aber warum nicht er hier? Ist er zu alt? Guckt euch den mal an, der ist doch voll geil. Anstatt Junuzovic. Junuzovic ist doch jung, ne? Jetzt ohne Scheiß. Gucken wir uns das mal an. Wirklich, Balance ist gut. Die Ausdauer von Junuzovic ist genial. Er hat eine riesige Übersicht. Die Ballkontrolle von ihm hier ist besser. Ein besseres Dribbling. Pässe. Lange Pässe und kurze Pässe sind von ihm besser. Ja. Und El Capitano ist... Michael Spurning. Okay. Martin Stranzl ist verletzt. Dann nehmen wir dann Baumgartlinger mit. Der kann ja wohl beides spielen. Hm. Also wir sind jetzt beim ÖFB. Wir spielen hier ein 4-4-1-1-System. Ja. Ja, kann man halt mal spielen, ne? Österreich. Ja, ja. Ich will aber wieder zurückwechseln. Das heißt, wir sind jetzt immer noch auf Österreich geswitcht. Mal geil. Da muss man dann hier draufklicken. Und dann wird man erst wieder zurückgeswitcht. Das ist ja lustig. Ach ja. Transfers. Irgendwas wollte ich doch noch. Ah ja, genau. Ich habe auch gestern, glaube ich, hoffe ich schon erwähnt gehabt, dass ich noch nicht weiß, wie ich das mit den Freundschaftsspielen bei der Nationalmannschaft dann handhaben werde. Ihr könnt das euch überlegen. Soll ich das zeigen? Soll ich das nicht zeigen? Also soll ich das spielen? Ansonsten simuliere ich die nämlich. Und würde mich halt nur auf Lichtspiele konzentrieren, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Nochmal direkt nach freie Spieler, Position, Mittelfeld, Rolle. Komm, schauen wir mal. Vielleicht ist da ja das ein oder andere Gute dabei. Jetzt kommen so 150 hier raus oder so. Das wäre natürlich richtig übel. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Joa. Ein interessanter Spieler. War nicht so das, was ich eigentlich suche. Gucken wir mal.
Wobei eher positionsbedingt mal nach was suchen. ZOM eher nicht. Pedro Azuge. Azuge kenne ich. Ist aber ein Spieler, der mir nicht gefällt. Gaba. Ich weiß, was er in etwa kann. Ist jetzt kein schlechter Spieler. Aber will ich das wirklich haben? Eigentlich eher nicht. Das sind halt Spieler, die ich schon mal im letzten FIFA dann immer mal so für mich spielen lassen habe. Dementsprechend kenne ich die. Miguel Azuge hier, genau wie ihn hier. Ich auch schon mal. Der ist auch gar nicht schlecht. Aber so klein, ne? Nee, das ist auf jeden Fall schlecht. Das ist auch zu schlecht. Ich glaube, Feuerspieler können wir knicken. Gott, was ist denn mit Peter Rahim Nabi? Nee, Feuerspieler können wir knicken. Also da fällt mir jetzt aus Prinzip keiner mehr ein. Ich glaube, dabei belassen wir das dann auch. Wenn wir nicht rein zufällig noch was... da dürfte nichts mehr Gutes sein in den freien Spielern. Ist auch nicht so schlimm jetzt für uns. Entsprechend gehen wir einfach mal weiter. Wir haben ja Gabriel geholt. Ja, je nachdem, was noch geht. Müller wird ja nie eingesetzt. Ja, mal schauen. Spieler ist auskuriert. Wer war denn verletzt? Ah, genau, Patrick Schönfeld war verletzt. Ich habe gerade überlegt, wer war denn da, der verletzt war. Dann stimmt, Verkauf von Adler zu. Ja, damit ist René Adler von Hamburg weg und wir spielen gegen Greuther Fürth. Es gab ja in der, war ja das letzte Spiel der Rückrunde und das war ein 4:2. Spielen wir bei denen zu Hause. Stimmt, ganz lustig. Denke ich. Dienstagsmatch. Verkaufen tun wir eigentlich nicht so viel. Frankie Zimbolo. 375.000. Das ist doch... Kann man doch annehmen. Habe ich ja schon fast wieder das drin, was ich für Gabriel rausgehauen habe. Da ist er weg. Der Frankie. Eine Pressekonferenz interessiert uns nicht. Schönfeld ist wieder zurück. Genau. Wobei, da können wir doch direkt mal einen Blick reinschmeißen. Für wen würde ich den denn mitnehmen? Ich glaube, den würde ich momentan gar nicht mitnehmen. Wegen Meier und Co. Nee, da würde ich eigentlich drauf verzichten momentan. Meier hat keinen Formfall nach unten mehr. Patrick Schönfeld. Der hat ja Hüftmuskelriss. Ja stimmt, da war der ja super lange verletzt. Ich weiß gar nicht. So ultra lang war er eigentlich auch nicht verletzt. 2 Monate vielleicht? 4 Wochen? Ich weiß nicht. Im DFB-Pokalspiel hat er ja noch gespielt. Und das war auch... Doch, das war doch Mitte der Saison erst. Also ich denke mal so 2 Monate oder so mehr war er nicht verletzt. Ach ja, da ist auf jeden Fall schon ein Spieler von uns weg. Zimbolo wird es dann sein, der jetzt gegangen ist. Ja, da ist Zimbolo weg. Frist für Benennung des Nationalteamkaders. Ach ja, die Nationalmannschaft. Ablöse für Zimbolo durchgewunken. Höhe fragwürdig. Stürmer sei viel zu hoch gewesen. Ja, der ist 29 geworden. Hammergeil, da ist der sogar noch runtergegangen. Im Geldwert. Oh, die Bayern haben schon ihr Spiel gewonnen und die Dortmunder nicht. Die Dortmunder verlieren. Gucken wir uns doch mal was an. Irgendwas. Honda, lol, der war schon was zum Henker. Also Honda ist hier schon anscheinend von ZSK nach Florenz gegangen und dann von Florenz nach Arsenal und Mandzukic geht nach Inter Mailand. Interessant. Das ist interessant. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Die Fürther. Ich glaube, gucken wir uns doch mal, ja, bis wann ist denn das? Dann müssen wir schon wieder, ja, EM-Quali spielen. Also das kommt auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall gezeigt. Bin ich mal gespannt. Könnten wir uns denn noch suchen? Rechtes Mittelfeld. Ach nee. Nee. Passt schon so. Zimbolo weg und der Rest bleibt dann einfach. Und an der Stelle werde ich jetzt wieder einen ganz kleinen Cut machen. Ihr wisst das ja, damit ich eben schnell speichern kann und so. Damit das, was davor passiert ist, nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise wegschmiert oder so. Und damit ich wieder die Synchronität perfektionieren kann. Also, ganz kleiner Cut. Wir sehen uns direkt dann auch wieder. Bis gleich.
Und da sind wir auch schon wieder und ja, schade, wir hätten sogar fast nochmal dasselbe Lied mitbekommen wie kurz davor. Bruno Lopez vor seinem... Arminia Bielefeld da. Mhm. FC Bayern sieht N'Giko und Diego Costa. Ja, die müssen sich auf jeden Fall einen neuen Stürmer holen. Die haben ja jetzt einen Spieler verloren. Und wir gehen jetzt direkt in die Partie rein. Ganz knappe Millisekunden haben gefehlt. Und dann ist EM-Qualifikationsspiel für den ÖFB irgendwann mal. Bin ich drauf gespannt. Aber komm, wir spielen wieder in Blau gegen die Kleeblätter. Im Regen sehe ich gerade keine andere Partie. Dietmar Schönlebe ist der Keeper. X. Wir haben ja zuletzt wieder zwei Siege eingefahren. Wir haben gegen Dortmund gewonnen. Glücklich. Ähnlich wie gegen die Bayern. Und wir haben davor gegen 1899 Hoffenheim gewonnen, davor gegen Hamburg verloren und davor gegen Werder Bremen gewonnen, glaube ich. Ja, Werder Bremen und Hamburg hatten wir, glaube ich, Hin- und Rückspiel schon. Richtig behindert. Oh, Clayton. Clayton hat ja im letzten Spiel endlich mal wieder getroffen. 10. Saisontor jetzt für den Spieler. Ist ja immer so eine Sache, wenn ein Stürmer mehrere Spiele in Folge nicht trifft. Aber Yisil und Clayton haben ja beide im letzten Spiel getroffen. Das heißt, das ist ja schon mal egal. Für Yisil war Saisontreffer 9, glaube ich. Oh, der war schön. Und für den guten Clayton ist das Saisontor Nummer 10 gewesen. So, und damit geht's jetzt los in die Dienstagspartie. Greuther Fürth gegen Arminia Bielefeld. Ich trinke mir einen kleinen Schluck. Kleiner Schluck ist gut. Ich habe auch nicht mehr viel mehr. Muss ich mal ein bisschen aufsparen beim Trinken hier. Ich habe mir echt nur einen mini Schluck genommen. An der Court Lane. Naja. Stadion fällt mir gerade nicht mit Namen ein. Von denen, wenn ich ehrlich bin. Oh, die Dortmunder. Die Dortmunder. Die konnten nicht gewinnen, die letzten zwei Spiele. Ich habe ihre Serie beendet. Anscheinend ist dann die Serie weggebröselt. Na, mal schauen, wie das bei uns wird. Dienstag Fürstner. Ja, Dienstag Fürstner. Nein, das Dienstagsspiel auf Drexler. Das ist die schmutzige Version von Drexler. Aber schon. Das war schon fast so lustig. Ich schmeiße mich kugelig. Da Costa. Oh, da Costa. Verliert er den Zweikampf. Ja, die Fürther sind ja Tabellenschlusslicht, also werden die Gas geben. Naja, Schlusslicht sind die nicht, aber ganz weit hinten. In der Tabelle. Boah, das war lang Ball gehalten und dann ganz schwach gepasst. Kaldrin, gefällt mir nicht. Was du da gemacht hast, gefällt mir sogar ganz und gar nicht. Macht Druck auf die Spieler. Sehr schön, Clayton. Clayton, 1:0. Saisontor 11. Druck drauf gemacht. Hier ist hier. Zittert den Ball vom Fuß. Clayton steht da. Hier, hier ist hier. Kippt dann dabei um. Clayton steht direkt da. Clayton, 1:0. Torwart bewegt sich nicht. Kann da nichts machen. Und da führen wir schon. Das ging fix. Ehrlich gesagt. Und genauso muss das auch sein. Gegen die Fürther. Aber... Ihr erinnert euch, wir haben im Hinspiel 2-0 geführt, haben dann 2-2 gemacht. Gefährlich. Das war echt gefährliches Spiel. Ein frühes 1:0 ist aber immer wieder gut. Ach, die Kleeblätter, die erholen sich hier den Ball. Und der geht nicht ins Aus. Nein, Baba fängt den ab. Die Fürther sich wohl neue Spieler eingekauft haben. Würde man denen zutrauen? Oh, der passt ja aber nicht so geil. Oh, die Fürther. Der ist gut gewesen. Drexler. Ja, er ist nicht nur die schmutzige Version, er macht auch die schönen Tore. Genau, was ich gesagt habe, da Costa steht einfach falsch. Aber der steht ziemlich häufig einfach falsch. Shit.
Jetzt haben wir das Gucken. Mann, Kaldrin. Ich drücke L1. Ich hämmer es wie ein Bekloppter. Und der Spieler denkt sich mal wieder, warum? Nö. Habe ich keinen Bock drauf, da jetzt hinzugehen. Kriege ich auf jeden Fall mal schon mal voll den Abnerver. Weil wir hier bis hier nicht gut spielen. Das war einfach nur glücklich, unser 1:0. Boah, Mitchell, doch mal schneller dahin laufen. Ja. Tolle Laufwege, Jungs. Tolle Laufwege. Schmeißt ihn zu Boden. Töre. Clayton. Nickel. Aber da stand er wieder frei, immer auf Mitchell Weiser gepasst hat. Clayton hier. Und Dragovic. Übrigens, Dragovic hat beim letzten Spiel gegen die Fürther 2 Tore gemacht. Jetzt hat er wieder 1. Ja. Vorlage Tore. Und da macht Dragovic wieder wie im Hinspiel gegen die Fürther sein Kopfballtor. Ja, die Fürther liegen dem österreichischen besten Spieler. Wenn man mal überlegt, dass der ein freier Spieler ist gewesen und dann bei mir zum besten Österreicher geworden ist. Eigentlich habe ich immer gedacht, Alaba wäre das. Wäre zumindest nicht wirklich unverdient. Und der ist drin, da geht keiner ran und direkt das 2:2. Ja, ich weiß nicht, da steht ziemlich viele Leute schlecht. Kaldrin passt unten nicht auf. Ich habe gedacht, ich muss runtergehen, weil der runterpassen will. Dafür wird dann oben nicht aufgepasst und so klatscht es direkt wieder. Unsere Verteidigung steht schlecht hier in der Partie. Kann man nicht anders sagen. Oh, und Efkara, bitte mach mal was mit. Ist nicht, ey. Da habe ich ja auf einen Foul gehofft. Ja, aber Nefkara hier. Verteidigung noch überhaupt nicht vorhanden bei uns. Konter führt super schnell mit 2 Toren. Immer direkt als Ausgleichstor. Und das war wieder schwach von Mitchell Weiser. Wie schon die davorigen Situation. Heute schwaches Spiel. Bis hierhin. 31 Minuten gespielt. Mitchell verliert viele Bälle. Böser Pass. Töre. Töre. Gut gelaufen. Aber da läuft keiner mit. So muss Hissi hier ganz, ganz stark abbremsen. Nefkara schwach wieder gespielt. Mit dem Schwanenfuß, also doppelt scheiße. Den kann er 1000-mal besser. Weil ich es auch weiß. Kaldrin steht ziemlich häufig nicht gut in der Partie. FK kann den Ball gerade so irgendwie wegtreten. Warum tauschen die beiden Plätze? Das ist dämlich hoch 10. Das war auch wieder nicht gut. Ach ja, die Kräuter. Die Kräuter. Alter, was war das bitte? Er wird hier rumgebolzt par excellence und wird hier überhaupt nicht gut gespielt. Töre hier. Nefkara eigentlich mit der Chance, den Ball zu erwischen. Tut das aber nicht. Wieder Yesil. Aber ein sehr, sehr bitteres Ergebnis hier. Weil wir einfach mal zweimal die komplett durchlaufen lassen.
Da muss er dran gehen. Wenn er da nicht dran geht, ist er auch ein ziemlich schlechter Keeper, weil den muss er haben. Deswegen habe ich schon Dreiecke gedrückt wie ein Bekloppter. Ja, schwach von Mitchell Weiser gespielt. Clayton annehmbar und die Verteidigung nicht vorhanden. Schade. Hier, nicht vorhanden. Sowohl Rechtsverteidiger als auch Linksverteidiger, als auch komplette Innenverteidigung plus Torwart. Werder Bremen und Hoffenheim spielen momentan unentschieden. Wie wir gegen Fürth. Boah, da kannst du eigentlich die ganze Verteidigung rausprügeln. Ja, Kaldrim und Tar. Vor allem Tar. Der geht jetzt raus, weil der hat auch im Hinspiel schon überhaupt nichts gut gemacht. Im Spiel wie dieses Spiel. Nein, ich sage gar, Propheta kommt da rein. Der hat nämlich beide Spiele komplett versiebt. Hin- und Rückspiel. Anscheinend ist für schnelles Passspiel ist der zu lahmarschig und dann bleibt er einfach immer komplett kleben am Ort und Stelle und dementsprechend raus. Das sah schon ziemlich dämlich aus, was Ziel da macht. Vor allem, er stolpert sich dann noch fast seinen Pass und er geht ins Aus. Wir müssen schneller spielen einfach. Das ist viel zu langsam, was wir hier machen. Dafür würde der Bälle verspringen einfach. Da! Warum bleibt er da stehen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ihr wisst nicht, wie viel R2 ich gehämmert habe, nur damit er sich einen Millimeter bewegt, was er da nicht getan hat. Nicht ausgereifte Engine ist das. Boah, hier ist sie, weißt du, dann bleibt er genau im falschen Moment stehen. Eigentlich die Sache schon so gut wie abgehakt. Offensiv, technisch richtig gut gespielt, der Ball. Ja, wer hat gefoult? Propheta war's. Oh Mann, oh Mann. Mitchell Weiser hier an der Partie. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Boah, warum ist das nicht einfach Emre Can's Ball? Der steht viel besser und kriegt den nicht. Ja, und der ist drin. Der ist nicht drin. Castells Hacke. Boah, das schlecht. Unsere Verteidigung spielt hier überhaupt nicht Fußball. Überhaupt nicht. Am liebsten, wenn man so der typische Mourinho-Satz, ich würde gerne das komplette Team auswechseln. Boah, hier funktioniert nichts. Vor allem über Mitchell Weisers Seite funktioniert gar nichts. Er spielt so schlecht heute. Einfach unfassbar, was der hier heute abzieht. Dragovic wieder stark. Mitchell Weiser. Der ist schlecht hier in der Partie. Der macht schon das zweite Mal in Folge keine gute Figur, überhaupt nicht. Ich habe Riesenprobleme. Ja, 5,9. Ja, der ist sogar, wenn nicht sogar noch schlechter teilweise. Ich kriege überhaupt keine Bälle von dem. Der verpasst schlechte Laufwege, schlechte Pässe, keine Zweikämpfe und so weiter und so weiter. Könnte ich noch ein bisschen weiter erzählen, weil der macht da nichts. Dafür muss er dann raus. Fkara noch einer der Aktivposten. Jessil hier. Töre muss da nur einen Schritt machen, tut das nicht. Jetzt ist Propheta dran.
Der gewinnt wenigstens seine Zweikämpfe im Gegensatz zu Tar. Emre Can. Randa, Dragovic, schön. Ne, Mitchell Weiser hier heute komplett ohne alles. Dem fehlt hier die komplette Spielanlage heute. Schade. Wir könnten besser spielen, wenn Mitchell Weiser irgendwie mal gut wäre. Rückrunde ist nicht dem seins. Auch das Spiel in Dortmund schon, gegen Dortmund schon nicht seins gewesen. Da ist Cana Erkin. Der ist nicht im Abseits. Yesil drin! Oh lol, der ist drin. Der ist drin. Yesil Saisontor 10. Was für ein wichtiger Treffer an der 80. Minute. Irgendwie geht der Ball dann rein. Und Clayton, der Vorbereiter, hier ist hier und dann ist er drin. Schnallt euch an. Könnte wieder genauso eine hitzige Behinderte. Das ist bis jetzt auch schon wieder genauso eine Partie wie in der Hinpartie in der Saison. Nefkara, oh lol. Nefkara drin. Da ist das 4-2. Da ist das 4-2. Da ist das 4-2. Das war schön. Das hat er genau richtig gemacht. Hier der Zweikampf. Und es steht wie im Hinspiel 4-2. Alter, mein Herz. Übel. Nachdem da Cana Erkin aber auch auf der Seite einigermaßen Fußball spielt und Profeta hinten seine Zweikämpfe holt. Ist ein toller Ersatzinnenverteidiger, ohne Scheiß. Der war richtig gut gespielt. Schade. Oh, 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 Torre. Torre. Und da Costa. Zack, Torre. Direkt auf den Fuß gelaufen. Wir wechseln jetzt auch. Wobei, was lohnt sich da noch einzuwechseln? Wie viele Minute haben wir denn? 88. Ja, komm, nochmal den verdienten Applaus. Bevor die beiden hier Muskelfaserriss haben. Wobei Emre Can ist sogar noch ein bisschen mehr kaputt. Dafür kommt dann Tapia noch was rein. In der 88. Minute. Und es ist bis jetzt... Es ist genau dasselbe wie im Hinspiel. Es steht 4-2. Nachdem wir quasi zweimal geführt haben mit 1-0 und 2-1. Haben wir dann... gefährlich. Kannst du so nicht spielen, Kollege Turnschuh. Nefkara ist aber da. Da wenigstens voll auf den Fuß umzutreten. Cana Erkin. Und das Spiel ist vorbei. Und es endet wieder 4-2. Wie im Hinspiel. Ach, die Bielefelder. Was für eine Partie. Bei uns und Gott. Dafür ist wenigstens immer Action angesagt. Und dann ganz spät entscheiden wir die Partie. Durch Yesil und Nefkara für uns. Puh. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Hier. Es war von Anfang an wieder hochgeladene Partie. Yesil vorbereitet dann das 1-0 für Clayton, den einfach nur reinziehen muss. Drexler dann einen schönen Pass. Mitchell Weiser war heute leider nicht stark, aber Cana Erkin hat dann seine Sache dann gut gemacht als Ersatzspieler. Dann Sparv hier mit dem 2-2. Echt übel. Und dann hatten sie hier sogar noch die Chance auf die Führung. Und dann hier nochmal. Oh, und dann haben sie es nicht gemacht. Dann Mitchell Weiser hier. Beste Aktion von seinem Spiel heute. Und dann war er halt draußen. Und dann Clayton. Yesil irgendwie
Der kriegt den dann irgendwie rein und dann nochmal Konter. Nefkara wird freigelassen. Ich höre auf zu sprinten, damit ich einen guten Schuss habe. Und der geht rein. 4:2. Ha, Clayton, Spieler des Tages. Schön gemacht. Die ist hier gut. Nefkara, ich glaube, bis hierhin auch nicht gut gespielt, wenn er hier nur eine 6-9 kriegt. Ja, Tar schwach, Mitchell Weiser schwach und Emre Can. Prophet hat seinen Job hinten dann gut gemacht, war dann hinten dann da, als er dann gebraucht wurde und Töre hatte einen Sahnetag vor sich. Schade. Schade, das mit Tar. Aber wir haben die guten, wir haben die richtigen Leute eingewechselt, konnten das dann nochmal für uns entscheiden. Mit nur 38% Ballbesitz machen wir 4:2. Und Werder Bremen und 1890, wie gesagt, die haben sich ja schon zur Halbzeit 1-1 unentschieden getrennt. Wir waren ja das einzige Spiel, wenn ich mich nicht irre, am Sonntagabend. Und da irre ich mich auf jeden Fall nicht. Genauso schaut's nämlich aus. Ach ja, Werder Bremen. Ich bin mal gespannt, gegen wen wir jetzt ran müssen. Also das war ja schon die actiongeladenen Partien, die zwei wieder. Montag und Dienstag ging ja mal wieder voll ab. Da ich eh nichts mehr transfermäßig... Oh, 6 Punkte weg. Starke Unterlage wird von West Ham umgeahnt. Da ich hier eh nichts mehr kaufen möchte, können wir direkt weiterspringen. Einfach so durchhüpfen durch die Simulation. Weil mit Gabriel derzeit Liga bester, ja, ja. Gegen Schalke, Schalke, Und Köln Castells. Nö. Angebote ablehnen. Hauptsache, der ist 775 wert, aber wir können den für bis zu 2,2 Millionen theoretisch wegschießen. Oh, da sind alle Transfers direkt dicht. Ich glaube, die wollen nur Castells kaufen. Ja, ja. Ja, Köln Castells. Wer den wohl alles haben wollte noch? Ich bin gerade am überlegen, kennt ihr noch den Bug? Den Bug des letzten Transfertags, der war im letzten FIFA so, dass dann da automatisch das letzte Spieltag simuliert wird. Das wäre echt voll für den Arsch, ne? Daumen drücken, denn der Samstag ist der letzte Transfertag. Oh, bitte, 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 alles okay, weil ansonsten werde ich das dann nämlich für euch, dann werdet ihr sehen, wie ich das dann neu starte. Beziehungsweise rausgehe, weil das wäre ja echt voll für den Arsch, oder? Das kann man ja wohl nicht machen. Komm schon, keine kein Bug wie bei FIFA 13. Kein Bug wie bei FIFA 13. Komm, brav. Die Hof im Schnellverfahren zu Schalke. Für 4,8 Millionen. Ach ja, Mann, die Hof. Der ist ja kein schlechter Spieler, finde ich. Da hat Hannover eigentlich einen guten Spieler gehabt. Ich bin traurig, dass ich Hannover 96 verlassen muss. Ich hatte nicht das Gefühl bei diesem Verein. Oh, was passiert jetzt? Okay, wir haben zuerst das Spiel gegen Schalke und dann erst läuft's. Clayton ist ja jetzt Zweiter an der Tor, Dritter theoretisch, Zweiter, Dritter. Und Pato wechselt für 35,5 Millionen zu Bayern München. Das ist natürlich auch ein fetter Transfer. Meier empfängt seine ehemalige Mitschalter. Erinnert euch, beim letzten Mal hat Meier auch gespielt. Aber, nicht hier, nochmal auf die Tabelle. Genau, Tabelle. Bevor wir dann uns am Mittwoch wiedersehen, kommt wieder ein Blick auf die Tabelle, wie es momentan aussieht. 18 Siege für uns. Ja, wir haben schon mindestens die Hälfte aller Saisonspiele gewonnen. Haben 2 Unentschieden und 2 Niederlage. Greuther Fürth ist weiterhin ganz unten im Keller, hat seine 17. Niederlage gegen uns dann kassiert gehabt. Und ja, das passt auch. Wir Tabellenerster immer noch. Und damit verabschiede ich mich auch für heute von euch. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt FIFA 14 mit mir im Karrieremodus, mit mir dem Nefkara im Karrieremodus, natürlich auf Legende. Und bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.